Herzlich willkommen auf unserem neuen Vlog. Sind wir ready? Sind ready. Und wir fahren jetzt zum Flughafen. So, ich bin jetzt eben aufgeregt. Ja, echt? Das wird unser erster Flug zusammen. Ja, Mann. Unser Schatz. Erster Flug zusammen. Oh mein Gott, ey. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall später am Flughafen. Schatz, Alter. Wir haben es gerade so zeitlich geschafft. Ja. Zwei. Wir brauchen ein bisschen Guthaben. Ein bisschen was zu trinken, oder? Ich habe so Hunger, ich sag dir ehrlich. Wollen wir was trinken? Boah, schaut mal, was haben die bitte für Gold? Wow. Das ist bestimmt voll teuer. Komm, Herr. Also das Gebiet hier ist das palästinensische Gebiet und hier können wir Geld wechseln. Sag mal hallo. Hi, salam alaikum. Salam alaikum. Ich habe mir ein Kopftuch angezogen, weil. Das sehe ich, dass du den Nachfragen. Ja, ich weiß nicht. Die sehen einfach, dass ich Touristin bin. Und das muss nicht sein, oder? Sie denken die ganze Zeit, sie ist Touristin und versteht kein Arabisch. Aber ich verstehe alles. Sie versteht einfach alles. Alhamdulillah. Okay, banche lekum al-an la Masjid al-Aqsa. Let's go! Wie fühlst du dich eigentlich? So krass, wenn man so überlegt, was früher hier so abging und was hier wirklich früher war, weißt du? Ja, vor allem, das muss weißt man sich, wie viele Streitigkeiten hier unten passieren? Das ist ja, und das, was heutzutage hier abgeht, ist nochmal was anderes. Ja. Aber wenn man überlegt, wer hier damals gelaufen ist, wer hier gelebt hat, unsere Propheten, das stimmt. Wenn man das so, das ist der Eingang. Auch Wasser. Hier kaufen wir Wasser, Schatz, bei den Gleich. Ja? Habe. Hast du dir Wasser? Ja. Lieber bei denen als bei denen. Und los, probier mal jetzt den Orangensaft, ja, Seleme. Wallah, ich war einmal krank gewesen. Ich habe diesen Orangensaft getrunken. Ich war sofort richtig gesund. Und was sagst du? Pass auf. Ich liebe einfach diese Gassen und ich liebe einfach dieses Feeling hier. Schau mal, was für schöne. Saraha, gelbe Kip. Die Früchte sehen lecker aus. Ja, sind auch sehr lecker. Schatz, wir haben nichts gegessen. Ja, ja. Wir gehen erstmal beten, dann essen wir. Ja, wir essen gleich. Hier sind auch noch ein paar Touristen. Also hier ist ein Mischmasch von allem. Hast du gesehen, die Feigen? Ja, Feigen sind. Wir werden uns ein das können wir unten zeigen. Machen wir auch von rechts. Hier, okay? Diese ganzen Süßigkeiten sind alle halal. Alle Süßigkeiten. Ohne Bedenken. Oh, trocknete Feigen. Das ist schon gut, was, ne? Ja. Hallo, bismillah. Assalamu alaikum. Was? Hast du gesehen, die haben die Kolumbianer nicht reingelassen. Dürfen nicht. Ja, ja. Schatz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Es ist so schön hier.
einfach anders. Mein Mann geht jetzt beten und ich gehe jetzt auch beten. Dieser Tee hier ist der beste Tee am komplett, wo ich hier bin in Jerusalem, am Damaskus Gate, bei diesem Mann hier. Leute, schaut euch mal bitte die Masjid al-Aqsa an bei Nacht. Subhanallah, wie schön sie aussieht. Und ich wollte noch eins erwähnen. Schatz, zeigst du mal bitte den Felsendom? Das ist der Felsendom am Tempelberg. Das ist nicht Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa. Also, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach zu der Grabstätte von Ibrahim a.s., den wir auch die Altstadt besuchen. Und anschließend auf dem Rückweg, denke ich, gehen wir nach Bethlehem, richtig, Schatz? Genau. Und noch viele weitere Orte besuchen, aber da bekommen wir bald die Infos dazu. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir halten euch auf dem Laufenden und auch um die Geschichte und Religionsgeschichte hier ist natürlich atemberaubend. Ja. Wir haben ein israelisches Gebäude. Das ist für uns zum Beispiel jetzt verboten, das zu besichtigen. Ja, wie schön das aussieht einfach. Oh mein Gott. Habibi. Assalamu alaikum alle zusammen. Das hier ist ein Laden von einem Palästinenser. Die Regierung hat ihm 30 Millionen Dollar geboten, damit er seinen Laden räumt. Und mashallah, er hat abgelehnt. Er hat gesagt, für kein Geld der Welt wird er sein Zuhause verkaufen. Und das ist schon wirklich bemerkenswert. Lala. Assalamu alaikum. السلام عليكم يا عم. السلام يا عمي. الله يبقى. والله بخير منه المولى الحمد لله. الله يفتح عليك. علينا وعليك وعلى أمة محمد جميعا. آمين آمين. ما شاء الله عليك إيمانك قوي. ما رضيت للإسرائيليين. أحباب الله إحنا في بيت المقدس ما فيش يا مصر إلا تكوني محبة مع ربنا. الله يفتح عليك. عامر. خذ هلك يا جماعة. Ja, das ist dieser Mann, der sein Laden einfach nicht verkauft hat an die Israelis. 30 Millionen, gebt euch das mal bitte. Wir haben gerade mitbekommen, dass er 50 Millionen sogar angeboten bekommen hat, um sein Geschäft zu verkaufen. Das hat gerade sein Sohn gesagt, das ist der mit der Brille, Allahumma barik amin, und sie haben einfach abgelehnt. Leute, gebt euch das, 50 Millionen Euro. Euro, Dollar. Laufen wir jetzt gerade zur Moschee. Wir laufen jetzt gerade zur Moschee. Mit Ibrahim Moschee. Wir befinden uns gerade im palästinensischen Gebiet. Wir sind gerade mitten in Palästina, Leute. Das ist wirklich sehr schön. Assalamu alaikum. Im Hintergrund, falls ihr das hört, sind das die Juden. Wir sind gerade hier beim Makam Sarah, alayhi salam. Zawjat Ibrahim. Ich drehe mich mal kurz. Dass ihr das seht. Seht ihr das? Subhanallah. Subhanallah. Es ist so schön hier. Also hier soll ein Fußabdruck von Rasulallah sallallahu alaihi wasallam sein. Die Israelis haben das vergittert, damit man das nicht berühren darf. Und deswegen ist hier so ein Gitter davor. Oh mein
Gott. Wir gehen jetzt essen. Ja, weißt du, wie lecker das sein wird? Palästinensisches Essen. Wir gehen essen. Wir essen jetzt hier bei einer palästinensischen Familie. Allahumma barik amin. Die haben uns alles vorbereitet und wir unterstützen die damit, dass wir hier essen und gewähren ihnen halt auch somit ihr Lebensunterhalt. Und ich war schon mal hier und es ist einfach, ich habe schon wieder Gänsehaut. Ich habe so Gänsehaut. Das sind so nette Menschen. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. حياك الله. حبيبي. هلا. هاي فديتك يا مهند اخوك؟ ابن اختي. ما شاء الله اللهم بارك. Das soll Makam Musa a.s. sein. Das steht nicht im Koran oder in der Sunna. Das sagen die Menschen. Wallahu alam ta'ala. Salam alaikum, Leute, und einen wunderschönen Tag. Wir haben heute Tag 3 und wir befinden uns gerade in einem palästinensischen Museum. Hier wird die komplette Geschichte erzählt. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Das Museum ist sehr wichtig, weil das von dem Präsidenten Arafat ist. Der wichtigste Präsident von denen. Und ja. Den da. Und das haben die Palästinenser für ihn errichtet. Ein Denkmal, ihn einfach nicht zu vergessen, weil er ein ganz besonderer Mensch ist. Die haben die Hand gelegt. Das ist einfach zu krass. Ich glaube, er hat sich hier so gelegt. So wie es dargestellt wird. Achso, okay, und so Leute, wir sind hier gerade vor der berüchtigten Mauer, die einfach durch die ganze Stadt geht. Sie wurde errichtet, um die Palästinenser fernzuhalten von den Israeliten. Auf der anderen Seite sind die Leute aus Israel. Und ja, dieser Spruch hier, diese Make Hummus Not Walls, ist sehr, sehr bekannt. Hier kommen sehr viele Künstler her und malen die verschiedensten Dinge hier an die Wand, um einfach ein Zeichen zu setzen, dass das nicht korrekt ist, was hier passiert. So, good morning everybody. Good morning everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir warten gerade auf unseren Tourguide. We wait for my group. Der kommt gleich. For use. Und dann gehen wir gleich in die Altstadt. Today is the fourth day. What's up everybody? Also wir sind gerade hier im Felsenturm und hier haben wir die Möglichkeit, den Felsen anzufassen. Stopp. Was ist für ein Felsen? Eine super Tour kann ich nur jedem empfehlen, ja? Wir sind anschließend zu den Gräbern direkt am Masjid al-Aqsa gewesen und haben Shaddad ibn Aus, einen Shahid, besucht. Was ihr genau hier seht, ist der Jordanienfluss. Hier werden die Orthodoxen getauft. Und auf der anderen Seite befindet sich Jordanien. Das, was ich jetzt heranzoome, da seht ihr auch die jordanische Flagge. Hier sind wir am Berg der Versuchung. Hier hat sich der Prophet Jesus a.s. aufgehalten und ca. 40 Tage gefastet. Anschließend sind wir zur Geburtsstätte von Isa a.s. gewesen. Das sagen halt die Christen. Wallahu alam ta'ala. Zu allerletzt waren wir noch an der Klagemauer. Da seht ihr links die Männer und rechts die Frauen. Da haben sie ihr Schabbat. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Vergesst nicht, unser Kanal zu abonnieren und zu liken und zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal.